die Butter vom Brot nehmen lasse ich mir nicht. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, das glaube ich Ihnen aufs Wort, dass man Ihnen nichts vormachen kann, braucht, muss. Man muss es, braucht sie das gar nicht zu versuchen. Und was er auch gesagt hat, dass er selten Rollstuhlfahrerinnen erlebt oder auch Rollstuhlfahrer, die trotzdem optimistisch und positiv und vor allem selbstbewusst durchs Leben gehen. Die wissen, was sie wollen und was sie erreichen wollen und was sie sind. Weil die meisten sind dann wirklich so, oh, naja, okay. Und das hat ihn positiv beeindruckt. Ja. So, ich kann auch manchmal ruhig sein. Also, ja. Also letztendlich wurde mir hier bis jetzt hier nichts anderes gesagt als das, was ich schon weiß. Ja, der Enepfleger, da habe ich mich mal geschminkt und da meinte er so zu mir, na, ich kann ja morgen mal Faschingsschminke, Clownenschminke oder so mitbringen. Und da habe ich gesagt, nee, die brauche ich nicht. Ich brauche, reicht meine. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich, wenn ich fertig geschminkt bin, weil ich musste ja immer zwischendurch unterbrechen, wenn ich fertig geschminkt bin, dann sehe ich gar nicht mal so schlecht aus. Und da hat er gesagt, wir werden es sehen. Ja, und dann war ich eben, also ich musste noch meine Augen schminken und dann habe ich noch ein bisschen Lipgloss drauf gemacht. Und dann hat er mich gefragt, sind Sie jetzt eigentlich fertig mit Schminken? Ich sage, ja, bin ich. Aber da hat er auch nichts mehr zu gesagt. Und da, außer, dass er gesagt hat, sie gefallen mir trotzdem ohne Schminke besser. Ich sage, ich werde mich jetzt wegen Ihnen nicht mehr abschminken. Ich sage, ich mache das ja für mich und nicht, weil ich anderen gefallen will. Ich will mir ja gefallen. Und da hat er dann, wie gesagt, ja, ohne Schminke fallen sie mir trotzdem besser. Ich sage, schön. Sehe ich aber älter aus. Und was sagt er? Weil typisch Männer ja müssen immer das letzte Wort haben. Ich habe dazu dann auch nichts mehr gesagt, weil ich glaube, der ist so Kaliber, so wie ich. Da bringt das nichts. Und da hat er gesagt, ja, mein Gott, jetzt sehen sie aus wie 36,5. So, danke. Ja. Naja, ein halbes Jahr ist ein halbes Jahr, ja. So. Wie gesagt, auf jeden Fall sind sie alle nett. Therapeuten, Pfleger, meine Zimmernachbarin ist nett. Die hat übrigens auch MS. Und da haben wir uns gestern mal so ein bisschen unterhalten, wie das bei ihr angefangen hat. Und ja, und auch sie hat die Diagnose kurz nach der Geburt ihres Sohnes bekommen. Und auch bei ihr ist das so ein bisschen den Bach runtergegangen in einer Beziehung, weil eben halt der Mann sich nicht damit abgefunden hat, keine Ahnung was. Also, aber wie gesagt, ich bin ja der Meinung, wenn eine Frau in einer Beziehung krank wird, dass es die Männer sind, die sich oder die damit ein Problem haben. Manche sagen es, manche sagen es nicht und fressen es in sich rein. Aber wenn es andersrum wäre, wenn der Mann krank werden würde, die Frau würde den bis ans Lebensende pflegen, glaube ich. Ja, weil das ist Liebe. Das ist verdammte Liebe. Ja, das ist kein ich muss jetzt muss den pflegen, weil ich habe ihn geheiratet. Ja, nee, das ist Liebe. Wie in guten, so in schlechten Zeiten, sage ich mir immer. Ja, nur können das die wenigsten. Ja. So, Schluss. Ich muss einkaufen. Ich will jetzt
einkaufen. Ein Haul-Video mache ich natürlich nicht, weil ich fahre nämlich nur zu, ja, fahren war richtig ausgedrückt, rollen. Ich rolle zum Netto und werde mal gucken. Achso, Süßigkeiten habe ich übrigens hier noch nicht einmal gegessen. Dafür aber voll abends den Grießbrei oder Schokopudding oder Vanillepudding. Alter, ich sage, ich komme hier nicht zum Abnehmen, ja. Und dann sagt der Stationsarzt noch, der mich untersucht hat, ja, das Aretto setzen wir ab. Ich kriege hier dann diese Thrombosespritzen vorbeugend, dass keine Thrombose mehr entsteht. Und über eine Langzeitkortisontherapie können wir uns auch mal unterhalten. Na gut, wenn ich nach den 3 Wochen wieder nach Hause komme, da esse ich ja wieder nur 2 Mal am Tag. Da mag das ja dann noch gehen. Aber ich habe mir sagen lassen, vom Cortison kriegst du auch Hunger. Da kriegst du richtig Hunger. So, was heißt das? Ich bin froh, dass ich Leggings habe. Ich brauche mir keine neuen Klamotten kaufen. Die Leggings sind dehnbar. So, nochmal. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und vielleicht klappt es ja am Montag mit dem Gespräch, dass die Chefsekretärin da sagt, okay, können wir machen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Naja. Davon werden wir nicht kaputt gehen. So. Tschö mit Ö. Hakuna Matata. Und nice weekend. Tschüss.